Willkommen zurück zu Uncharted 4 Among a Thief's End. Dieser Titel. Mit dir in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan. Ja. Aber das war in Frankreich mit dem Haus. Oder was meint er? Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Da hat er recht. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme. Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also auf das Handgelenk kommt. Ha, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Während des Greifens zu springen, okay. Ja, wo soll ich jetzt hinspringen? Und so dorthin. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Soll man sich hier fallen lassen? Sagen, da wo ich gerade bin, das sieht am besten aus. Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Ich soll mich fallen lassen. Okay, währenddessen wurde Fortnite installiert. Also die neue Version. Es hat wahrscheinlich wieder eine halbe Ewigkeit lang gebraucht, obwohl es eigentlich nur ein Gigabyte war, der da installiert worden ist. Nehme ich mal zumindest an. Confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Irgendwelche Italiener? So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Etwas Großes. Da, unser Fenster. Da hat er recht.
jeden Fall immer wieder interessant. Okay, da sterben wir noch auch. Da sterben wir auch. Wir müssen auf dem Ding landen. So kommen wir nur wieder ein bisschen weiter nach unten. Jetzt haben wir schon deutlich bessere Chancen. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich bin immer noch zu sehr vom Abseilen bei Shadow of the Tomb Raider begeistert gewesen. Obwohl wir das ja eigentlich schon längst hätten hinter uns lassen müssen. Sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Hm, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Okay, da muss man dann anscheinend nach oben, oder wie habe ich das zu verstehen? Okay, ich sollte aufhören, auf den Trigger zu drücken. Und jetzt? Erinnert mich so ein bisschen an diese Burg in Slowenien, die ich besucht habe, das Ljubljanski Grad. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Okay, jetzt sind wir hier noch mal ein bisschen weiter oben. Ich darf dann wieder wahrscheinlich hier das Ding, das herunterhängende Seil benutzen. Ach, Dankeschön. Warum kriege ich nicht mein eigenes Seil? Oh, ich bin müde. Ja, auf geht's. Ach so. Müssen wir extra noch auf den Knopf drauf drücken. Na komm schon. Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sally? Weißt du, was ich an Ganoven-Partys so mag? Was denn?
Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Muss man alles genau planen. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Hm. Antipasti? Ah. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Na, könnte klappen. Hm? Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Man sieht dir die Jahre echt nicht an. So sind wir halt die Goodfellas. So muss ich mir das Ganze vorstellen. Was sind das hier? Die Anwesenden oder was? Ich sehe, da sind manche Chinesen da. Basse. Nee. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielen sie dummen europäischen Techno. Scusi. Ich finde die Sprüche immer so genial. Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Ja. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Sowas mache ich immer. Okay, Konzentration. Bitte aufrechterhalten.
Doch wo soll ich jetzt eigentlich hin? Ich soll diese Keycard holen. Was ist denn das hier? Interessant sieht es auf jeden Fall aus, aber ziemlich interaktionsarm, wenn ihr mich fragt. Okay, da kamen wir her. Wir haben hier einen Schatz. Das ist schon seltsam. So noch schlimmer als Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Ich glaube, wir können noch mal dieses Dokument anschauen. Aber an sich bringt es uns eigentlich nichts. Das ist nur Petting. Wie bei einem gewissen anderen Spiel. Jetzt nicht hin. Ist ja so, Leute, dass ich jetzt gerade wieder den Überblick verloren habe, aber ich habe den Überblick verloren. Und solange wird auch der Part nicht beendet, bis ich hier irgendwie weiß, wie es weitergeht. Expertentipps. Aber auch hier nichts. Irgendwie habe ich jetzt komplett den Überblick verloren. Ich hasse diesen Abschnitt jetzt schon. Wirkliche Techno-Musik ist es eigentlich auch nicht.
Ich würde eigentlich gerne unserem Bruder folgen, aber der Bruder, der ist jetzt auch anscheinend nicht mehr richtig anwesend. Okay, Leute, ich würde sagen, ich breche jetzt das, was ich gerade gesagt habe, und beende trotzdem jetzt mal den Part. Und im nächsten Part verspreche ich euch, Leute, geht's auf jeden Fall weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Halle, Dion, Steffen, denkt daran, Freundschaft ist Magie.